zumindest wissen, welche Menschen sie damit weiterhin im Regen stehen lassen. 5 Beispiele. Erstens, Martin bekommt kein BAföG, weil seine Eltern, Facharbeiter, auf dem Papier zu reich sind. Sie müssen ihr Haus noch abbezahlen und schaffen es mit großer Mühe, jeden Monat 300 Euro für ihren Sohn zusammenzukratzen. Sie sagen, ja, dann sollen sie doch ihr Haus verkaufen. Wir sagen, Martin verdient unsere Unterstützung. Zweites Beispiel. Manuela möchte gerne Sozialpädagogik studieren. Ihre Eltern unterstützen das nicht. Sie soll schließlich später die Zahnarztpraxis übernehmen. Sie sagen, ja, dann kann sie doch ihre Eltern auf Unterhalt verklagen. Wir sagen, Manuela ist eine eigenständige Persönlichkeit, deren Wahl des Studienfaches nicht von der Unterstützungsbereitschaft ihrer Eltern abhängen darf. Drittens, Daniel möchte sein Studium ganz ohne Darlehen finanzieren. Ihm ist egal, dass er dieses BAföG-Darlehen später überhaupt erst als Gutverdiener zurückzahlen müsste. Sie sagen, ja, ich verstehe ja die Aufregung, freut mich ja, dass wir endlich was zu diskutieren haben. Aber dieses Beispiel bei Daniel sagen Sie ganz konkret, ohne Darlehensanteil gibt es eben auch kein BAföG. Wir sagen, lieber Daniel, mit einem überschaubaren Nebenjob und unseren Zuschussbausteinen soll es möglich sein, dass du dein Studium ganz ohne Darlehensanteil finanzierst. Viertens, auch Tanja erhält kein BAföG. Mit mehreren Nebenjobs hält sie sich gerade so über Wasser. Und jetzt wird es auf einen Schlag der Semesterbeitrag, das Semesterticket und eine hohe Nachzahlung zu Nebenkosten fällig. Das wirft sie völlig aus der Bahn. Sie sagen, Pech gehabt, die SPD will ja kein Verschuldungsprogramm. Wir sagen, dass erst bei gutem Einkommen rückzahlbare, zinsfreie BAföG-Darlehen, was ja genau als Puffer für solche Situationen zur Verfügung stehen sollte, das wollen wir künftig allen Studierenden bereitstellen. Und fünftens, Lara arbeitet neben ihrem Studium mehr als 15 Stunden die Woche, um das Studium zu finanzieren. Keine Seltenheit, jeder vierte Nicht-BAföG-Empfänger macht das heute schon so. Sie sagen, naja, die sind halt nicht bedürftig. Wir sagen, lasst uns doch die unterstützen, die wirklich darauf angewiesen sind. Und Lara in die Lage versetzen, ihr Studium zu finanzieren und gleichzeitig ihre Nebentätigkeit im Umfang auf den Samstag zu reduzieren. Sie sehen also, anders als viele andere hier im Raum, fordern und versprechen wir nicht immer mehr Geld für wenige, sondern handfeste Bildungschancen für jeden. Sie können es sich einfach machen und weiter auf formale Unterhaltspflichten verweisen. Oder Sie haben heute den Mut, eine echte Reform anzunehmen, die die praktischen Probleme vieler junger Menschen löst. Unser Vorschlag für ein elternunabhängiges BAföG liegt bei Ihnen ja auf dem Tisch. Sie brauchen jetzt nur noch zuzustimmen. Herzlichen Dank.